Fremdgehen ist ein absolutes No-Go. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen YouTube-Folge hier auf meinem Kanal Lasse.Hallo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dieser YouTube-Folge wird es um das Thema Jungs-Talk drehen. Also ich werde einen Jungs-Talk machen, über Themen sprechen, die uns Jungs beschäftigen. Aber das Video ist mindestens genauso interessant für die Mädels unter euch. Und unter anderem werde ich darüber sprechen, wie ich eben schon im Intro gesagt habe, dass Fremdgehen ein absolutes No-Go ist. Ich werde darüber sprechen, was für mich eigentlich Fremdgehen bedeutet. Fängt es schon damit an, dass man einen Typen trifft, wovon der Partner nicht weiß? Fängt es an bei einem Kuss? Wie auch immer, darauf werde ich gleich nochmal genauer eingehen. Dann werde ich darüber sprechen wollen, wie man mit einer Beziehung abschließt. Nein, ich bin da kein Experte. Ganz im Gegenteil, mir fiel es damals sehr, sehr schwer und ich glaube, mir wird es in Zukunft auch schwer fallen. Das war schon mal so ein kleiner Wink, worüber ich nachher auch noch sprechen möchte. Und dann möchte ich darauf eingehen, dass ich dieses Wort ausprobieren in der Jugend irgendwie super schwierig finde, weil viele damit so verbinden, ja, man küsst sich so durch den Club und ich weiß nicht, ich finde den Gedanken irgendwie ein bisschen komisch. Aber dazu nachher mehr. Fangen wir an mit dem ersten Thema, mit dem Stichwort Fremdgehen. Doch eine Sache möchte ich vorab noch erwähnen bzw. sagen. Ich würde mich sehr, sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr hier meinen Kanal abonniert. Ich investiere wirklich viel Zeit in Social Media. Mir bringt Social Media unfassbar viel Spaß. Und eure Unterstützung, die ihr mir geben könnt, worüber ich mich am meisten einfach freuen würde, wäre ein Abo. Von daher abonniert jetzt wirklich gerne meinen Kanal. Vielen Dank. Und jetzt fangen wir auch direkt an mit dem Thema Fremdgehen. Ich finde, Fremdgehen fängt im Prinzip dabei an, wenn man in einer Beziehung ist und eine andere Person küsst, mit der Person Sex hat, wie auch immer. Wenn man sich jetzt mit einem anderen Typen trifft, hat das irgendwie so einen Beigeschmack, ist ein bisschen uncool. Aber das ist jetzt, ich weiß nicht, Fremdgehen verbinde ich immer auch etwas mit etwas Sexuellem. Ganz kurz, bevor jetzt irgendwelche Spekulationen losgehen, weder meine Freundin noch ich, niemand ist von uns irgendwie jemandem fremdgegangen. Ich finde, das ist wichtig zu erwähnen. Es gab ja früher mal ein paar Gerüchte, unter anderem auf Twitter, nee, mittlerweile heißt es ja X. Das hat mich damals echt ein bisschen traurig gemacht und ich dachte so, hey, warum muss man solche Gerüchte verbreiten, die halt absolut nicht stimmen? Genau, deswegen wollte ich das auch nochmal ganz kurz an der Stelle sagen. Mit einer Beziehung abschließen, das ist so das nächste Thema in dem Jungs-Talk-Video hier. Ich muss sagen, mir ist es sehr, sehr schwer gefallen damals, als meine Freundin und ich getrennt waren. Aber das ist so kompliziert, darüber zu sprechen. Ich löse es nachher nochmal auf, warum es so kompliziert ist. Mir fiel es sehr schwer, damals so abzuschließen, weil wenn man noch Gefühle für eine Person hat und in Kontakt bleibt mit dieser Person und wenn es auch nur auf Snapchat ist oder dass man irgendwie einmal im Monat telefoniert, man kann halt, es ist jedenfalls meine Erfahrung, mit dieser Person nicht wirklich abschließen. Und wenn ihr vielleicht schon mal in einer ähnlichen Situation wart, dann schreibt es total gerne rein unten in die Kommentare, was eure Erfahrungen waren, wie ihr mit einer Person abgeschlossen habt. Ich habe einfach gemerkt, wenn man noch ein bisschen in Kontakt geblieben ist, dann kann man nicht richtig abschließen von der Person. Bei meiner damaligen Freundin und mir hatte das natürlich zuerst auch einen kleinen Vorteil, weil wir dadurch, dass wir in Kontakt geblieben sind, kam nochmal jedenfalls von meiner Seite aus und ich glaube auch von ihrer Seite, einfach Gefühle so ein bisschen wieder hoch und dann sind wir ja auch wieder zusammengekommen. Aber es soll gar nicht in diesem Video so viel über mein eigenes Liebesleben gehen, sondern ich möchte allgemein mal meine Gedanken dazu teilen, was ich über das Fremdgehen denke und auch über das Abschließen. Ein weiterer Aspekt, den ich ansprechen wollte, war das Ausprobieren. Ich verdrehe immer die Augen, wenn mir Leute sagen, ich will mich ausprobieren, weil damit verbinde ich so ein bisschen die Vorstellung, dass man so durch einen Club geht und irgendwelche Mädels abends abschleppt und am nächsten Tag eine neue abschleppt und ich finde es irgendwie nicht so cool. Ich kann mich einfach nicht mit diesen Gedanken anfreunden. Ich glaube aber, und das vergessen viele, und das vergesse ich selber auch manchmal, dass Ausprobieren in Teilen auch gut ist.
weil man dadurch merkt, was man eigentlich wirklich will und welche Gefühle man hat für eine Person. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ein Beispiel, das auf mich bezogen ist. Also ich habe das so erlebt. Ich war mit meiner Freundin nicht mehr zusammen und habe da ein Mädchen geküsst. Super unglückliche Situation, würde ich so nicht nochmal machen. Allerdings durch diesen Kuss habe ich gemerkt, okay, die Gefühle, die ich für meine Ex-Freundin zu dem Zeitpunkt hatte, die sind immer noch da und ich fühle mich extrem zu meiner Ex-Freundin hingezogen. Und er hat quasi dieses Ausprobieren geholfen, um mir über meine Gefühle bewusst zu werden. Ob es da nicht auch einen anderen Weg gegeben hätte, ich glaube schon. Und ich würde so einen Weg auch nicht nochmal wählen. Und das ist echt blöd gewesen, wie es da abgelaufen ist. Aber das ist ein anderes Thema und gehört hier jetzt auch nicht in die Öffentlichkeit. Ich möchte trotzdem noch ein, zwei Worte so zum Ausprobieren loswerden. Ich glaube nämlich, dass wenn man sich ausprobiert, also in den Club geht, um wieder auf das Beispiel zurückzukommen, um da dann Spaß zu haben, also jemand anderen zu küssen oder so, ich glaube, dann stillt es so kurzfristig vielleicht Probleme, die man hat, wenn man sich halt ablenken will durch das Ausprobieren. Aber langfristig kann ich mir nicht vorstellen, dass durchs Ausprobieren irgendwelche Probleme aus der Welt geschaffen werden, sondern es entstehen, kann ich jedenfalls nur aus meinen Erfahrungen sprechen, nur noch mehr Probleme. Und abschließend möchte ich dieses YouTube-Video, dieses kurze und knappe Jungs-Talk-Video auch dafür nutzen, um ein bisschen Klarheit über mein Beziehungsleben zu geben. Nee, es ist eigentlich nicht witzig, es ist eigentlich voll traurig und schade. Ich weiß nicht, wann der perfekte Zeitpunkt gewesen wäre, das so zu verkünden. Der eine oder andere hat es vielleicht verfolgt, mein Liebesleben war in den letzten Wochen, Monaten, Jahren schon fast immer so ein bisschen so ein Auf und Ab mit einer Person und dieses Auf und Ab ist jetzt beendet. Wir sind nicht mehr zusammen seit kurzer Zeit und das wollte ich jetzt einmal auf Social Media sagen. Es wird kein Video dazu geben, und dazu will ich auch kurz noch was erwähnen, es wird kein Video dazu geben, wo ich sage, das waren die Gründe, warum wir nicht mehr zusammen sind oder so. Warum? Das ist auch ein Fehler, den ich mir selber so ein bisschen eingestehen muss und auch eingestehen will. Es gibt gewisse Dinge, die man aus dem Privatleben vielleicht nicht in die Öffentlichkeit ziehen sollte. Und ich weiß, dass ich manchmal ein bisschen zu viel Privates vielleicht auch, nicht vielleicht. Ich habe in der Vergangenheit ein bisschen zu viel Privates in die Öffentlichkeit getragen. Ich habe ja auch ein YouTube-Video dazu gemacht, wo ich gesagt habe, aus diesen Gründen bin ich Single oder so. Ich glaube, ja, das ist jetzt online, vielleicht nehme ich es irgendwann auch runter, aber so ein Video würde ich zum jetzigen Zeitpunkt halt nicht nochmal hochladen. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Ich wollte es euch trotzdem gerne mal erzählen, weil natürlich eine Entscheidung oder eine Situation, dass man mit der Freundin nicht mehr zusammen ist, die hat natürlich einen großen Einfluss auf die Gefühlswelt, auf die Lebenssituation. Und von daher wollte ich euch das auch nicht verschweigen. Ich hoffe, euch hat diese YouTube-Folge gefallen. Ich hoffe, ihr fandet sie interessant. Schreibt gerne mal rein, was ihr über das Thema Fremdgehen denkt, was ihr darüber denkt, ob Ausprobieren manchmal vielleicht auch helfen kann, um sich bewusster zu werden über die Gefühle, die man gerade hat. Und dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal hier abonniert. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten YouTube-Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!